Immerhin ist nur der eine, der aber sehr speziell aussieht. Ist das ein Elektro-Raubschleim? Willst du mich verarschen, Digga? Was gibt's denn da noch für Variationen von denen, bitte? So, da sind wir auch schon bei dem Schrein. Und die Höhle, die sie gemeint hat, könnte die hier sein. Die habe ich mir nämlich markiert, ja. So, ich könnte da jetzt theoretisch einfach eine Bombe draufschmeißen, aber ich glaube, ich habe damals im Vorbeigehen schon mal... Ja, theoretisch könnte ich das auch eigentlich hier mit dem hier aufhämmern, aber... Habe ich eigentlich das Reiseschwert schon wieder her? Ist das andere tatsächlich so schnell kaputt gegangen, das mit dem Knochen drauf? Oder ist einfach nur der Knochen drauf kaputt gegangen und das Reiseschwert blieb zurück? Das wäre natürlich irgendwie belastend. Möglich ist es, aber... Naja. Ich habe nämlich im Vorbeigehen mal etwas gesehen, und zwar liegen hier ein paar interessante Sachen herum, abgesehen von dem Zeugs hier. Und zwar liegt hier einfach mal eine Turbine bzw. ein Ventilator rum, ein anderes komisches Ding, dann gibt es ja auch noch eine Ausdauerknolle. Sag mal, was wollt ihr eigentlich? Wollt ihr mich eigentlich verpineappeln oder sowas? Was denkt ihr eigentlich, wer ihr seid? Denkst du, du kannst mir gefährlich werden? Nicht mal annähernd. Und hier liegt noch irgendein interessanter Karren herum und mir scheint so, als wären das Sonar-Bauteile. Denn uns wurde ja mal gesagt, dass alle Teile, die so grünlich aussehen, Sonar-Bauteile sind. Und theoretisch könnten wir jetzt hier, ich weiß doch nicht, was das hier ist. Ich kann es mir aber, glaube ich, schon denken, denn das Zeug wird ja nicht umsonst hier rumliegen. Darum latsche ich das Ding jetzt einfach mal da vorne dran. In der Hoffnung, dass das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und das schnappe ich mir auch, drehe es mal so hoch, drehe es ein bisschen rundum und platziere es dann da oben drauf. Und dann nehme ich den ganzen Wagen, drehe das so und mache das so. Hoffentlich funktioniert das jetzt. Oh nein, das wurde schon aktiviert. Fahr los! Oh wow. Ja, jetzt hat man gesehen, was das ist. Das ist eine Bombe anscheinend. Und ich war zu dumm, das richtig zu benutzen. Anscheinend wird die Bombe schon aktiviert, wenn man sie einfach auf den Boden fallen lässt. Na gut. Gucken wir noch schnell in diese Höhle da rein. Dann machen wir es eben mit unserem Trümmerstückhammer. Sollte ja auch gehen. Und wie das geht, wunderbar. Da kommen wir aus dem gleich ausgerüstet. Vielleicht finden wir da ein paar schöne Erze drin. Entdeckt! Höhle am Flötengrashügel. Okay. Hallo. Für dich würde ich jetzt gerne wieder... Na komm, nehmen wir schon das Reiseschwert, geht eh gut. Den Federbeißer. Kein Problem. Okay, das Zeugs rollt erstmal ganz nach unten. Will ich das eigentlich nicht? So, wir sollten wieder ausschalten nach diesen Krabbelechsen. Und hier gibt es auch Donnerblumen, wie mir scheint. Auch ganz wichtig. Die habe ich nämlich nicht allzu viel von denen auf Vorrat. So, immer schön langsam vorgehen. Theoretisch sollte hier unten ja auch wieder so ein Maioi herumspringen. Neben anderen Kreaturen. Was waren denn die ganzen Flederbeißer hier? Klar sind Fleder. Oh nein, 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 den sollte ich nicht schlagen, wenn er bei der Bombe ist, sonst gehe ich noch hoch. Das wäre dann nicht so gut. Und ja, ich habe den Maioi schon gehört. Da oben ist er. Willst du mal runterkommen? Ich habe ein Leckerli für dich. Das hast du mir doch nicht ernsthaft abgekauft, oder? Verdammt! Die Rumis sind einfach immer noch viel zu schnell. So. Wie mir scheint, gibt es hier unten aber wohl keine dieser Kletterechsen. Nur eine große, weiterführende Höhle. Auf der anderen Seite genauso. Aber wenn wir Glück haben, könnte das tatsächlich diese Höhle sein, von der die Reisende gesprochen hat, wo sich der Schatz des Räuberkönigs Ram da versteckt halten soll.
Den gab es übrigens schon in... Oh Gott, Alter. Elektrofleder, besser Lauf, Link. Wieso sind sie so schnell? Oh oh, ich hatte ein ganz mieses Gefühl. Schnell Bogen. Und nochmal. Ah, puh, das ging gerade noch so gut. Elektrofledermeisterflügel, sehr selten, erzeugt keinen Strom, ist aber elektrisch geladen. Entsprechende Reize bewirken Elektroschocks, die nichts und niemanden in der Umgebung verschonen. Krass. Und ein Elektrofledermeisterauge, gibt es jetzt da auch schon separate Augen für die separaten Viecher? Krass. Das elektrisch knisternde Auge eines Elektrofledermeisters nicht für den, nicht nur für Medizin geeignet, sondern auch zur Herstellung eines von selbst des zielsuchenden Pfeiles. Ach, geil. Ich liebe sowas. Das muss ich unbedingt nochmal irgendwann besser ausprobieren, weil das erste Mal hat es ja leider nicht ganz so gut geklappt. Wir haben auf jeden Fall schönes Erz. Wir haben einiges an Wertsachen rausbekommen und hier hoffentlich auch etwas Gutes. Joa, ein Rhodonit und ein Topas, ein wertvoller Edelstein, der in großen Erzbrocken gefunden werden kann. Es wird ihm nachgesagt, die Kraft von Blitzen zu erhalten. Erzielt hohe Preise. Sehr schön. Zurück zum Reiseschwert und dann möchte ich noch abchecken, was da drüben hinter diesen Lianen verborgen liegt. Okay, ein Maxi-Trüffel auf jeden Fall. Und, oh, sieht mir nach Stahlbockblinz aus da unten. Geht's hier sonst wohin? Nein? Okay, aber den Leuchtpilz da drüben, den hätte ich gern. Heißt, Link, bitte klettere jetzt einfach mal so vorsichtig, wie es geht, da nach unten. Dankeschön. Und dann lassen wir uns mal fallen. Hallo, Freunde. Na, was geht? Gute Nacht. Gute Nacht. Und gute Nacht. Weißes Schwert geht auch schon bald kaputt. Schade. Aber immerhin haben wir hier jetzt nochmal ein paar Bockknochen, mit denen wir es nochmal verstärken können. Sehr schön. Bevor es dann endgültig so bricht, hier eine Menge Leuchtsand haben wir auch hier. Also ich will gar nicht wissen, wie viel Leuchtsand wir inzwischen schon haben. Bestimmt jede Menge. Verrostete Hellbarde. Bockknochen. Rostiger Zweihänder. Meine Güte. Aber da, jetzt blinkt die Waffe nicht mehr. Das Reiseschwert war kurz vorm Zerbersten. Jetzt habe ich in etwas anderes dran gefused. Beziehungsweise ja, eine andere Waffe sollte man dran fusen. Jetzt behebe ich den Fehler von damals wieder, den ich erwähnt habe. Wenn eine Waffe kurz vorm Zerbersten ist und du fused eine andere Waffe dran, dann wird das Zerbrechen, das baldige Zerbrechen aufgehoben. Gilt allerdings nur, wenn du eine andere Waffe dran fusionierst und nicht, wie hier, ein Trümmerstück oder einen Felsen. Das soll mal gesagt sein. So. Rostiger Zweihänder würde mich eigentlich schon anmachen. Hier, komm, weißt du was? Ich lasse das jetzt trotzdem mal hier und schnapp mir den rostigen Zweihänder und fuse da mal einen Bock dran. 26 einfach, holy shit. Gut. Was haben wir denn sonst noch hier? Da oben ist noch ein Pilz. Da geht's auch noch weiter. Meine Güte, was ist denn das für eine große Höhle? Ausdauerschrecke, juhu. Sonst irgendwas hier? Gut umsehen, ich will nichts verpassen. Ich glaube, ich schieße mich jetzt erstmal mit dem Deckensprung da nach oben. Geht leichter, als da hoch zu klettern. Schwupps. Oh nein, ein Raubschleim. Mit dem habe ich jetzt eher weniger gerechnet, aber... Oh Gott! Der schmeißt ja mit Felsen nach mir. Was fällt dem denn ein? Okay, weißt du was? Du bekommst jetzt mal eine schöne Überraschung. Und zwar mit deiner Feuerfrucht. Die kriegst du auf die Fresse. Ist das überhaupt ein Raubschleim? Kann ich das nicht eigentlich sogar rückgängig... zurückdrehen mit der Zeitumkehr. Komm, spuck noch mal einer deiner schönen Felsen. Ja. Aua! So war das allerdings nicht gedacht. Ich will das jetzt einfach mal aus. Lol, es geht. Und damit habe ich seine Steinkruste entfernt. Nö. Bleib fern von mir.
machen wir das nochmal. Komm, zeig mir deinen ekligen roten Ball. Nein, du sollst nicht. Du kriegst ihn so in die Fresse. Verdammt! Hör auf, mich anzuspucken mit deinen ekligen Felsen. Ah! Du Sack! Hörst du jetzt auf? Jawohl, das wird dich erreichen. Und da geht's auf dieses. Auf die Fresse. Ja! Ja! Hey! Na toll. Das war klar. War klar, dass das passiert. Wie ich diese Viecher hasse, ne? Kannst du mal aufhören damit? Machen wir das eben so. Bitte schön. Und jetzt gibt's auf den Sack. Batz, batz, batz und batz. Als ob das nicht gereicht hat. Lass mich da verarschen jetzt. Komm schon, Bro. Kämpfen wir so. Aua! Mensch, gibst du jetzt endlich mal auf? Kann doch nicht wahr sein, dass ich jetzt noch was fressen muss. Ah, oh, ist das nervig. Ich glaub's ja nicht. Ja, ist gut jetzt. Aua! Mensch. Ist das endlich mal genug, du fettes Vieh? Wann gibt denn der auf? Kann nicht wahr sein hier. Da ist gut. Mann, ey. Ja, komm, zeig mir dein hässliches Ding. Und geh sterben. Alter. Wie lästig willst du sein, das Viech so? Ja, und natürlich rutscht der ganze Stuff wieder zurück nach unten, ne? Ist klar. Das Ding möchte ich aber schon gerne haben, ne? Raubschleimstein. Bitte sag mir, dass in der Truhe irgendwas Wertvolles drin ist. Ein Reiseschild! Dein Scheiß ernst jetzt? Meine Fresse, Alter. Wofür man sich nicht alles den Arsch aufreißt. Gibt's hier oben wenigstens noch irgendwas? Oh ja, ein paar schöne Erze. Immerhin. Dann zeig mal her. Und wehe, da ist jetzt, kommt jetzt nur Bullshit raus, ne? Wehe, da kommt jetzt nur Bullshit raus. Gib mir irgendwas Geiles. Ja, okay. Kann ich mitleben. Was haben wir da? Noch ein Raubschlamm, willst du mich eigentlich verarschen? Willst du mich eigentlich verarschen? Ist nicht wahr, ne? Immerhin ist nur der eine. Der aber sehr speziell aussieht. Ist das ein Elektro-Raubschleim? Willst du mich verarschen, Digga? Was gibt's denn da noch für Variationen von denen, bitte? Ist das mal eine Bombe? Was ist das? Kann ich diese Elektrowelle eigentlich zurückleiten? Nein, das geht leider nicht. Okay. Aber ich sollte aufpassen, wenn die ins Wasser gelangen, dann werde ich schön gewurzelt. Okay, das war schon mal sehr gut. Jetzt würde ich ganz gerne eine starke Waffe ausrüsten, diese hier. Und dann drauf scheppern, was geht, Link! Verdammt. Ganz schön viel Raumschleib-Action heute hier. Ja, warte lieber, warte lieber. Gerade zu gefährlich. Jetzt zum Beispiel. Gib ihm! Haut drauf! Ja! Oh, Reißzweihänder ging kaputt. Jetzt haben wir nur noch den Bockknochen. Oder wie auch immer das Ding heißt. Holz, harter Holzprügel, Hartholzprügel, whatever. You know what I mean? Dann gib mir mal das hier für den nächsten Try. Und dann hätte ich gerne einen neuen Bogen. Und ja, passt schon. Nein, warten wir, warten wir, warten wir. Warten wir, warten wir. Jetzt sollten wir das jetzt hier tun. Und eine Bombe in seine Fresse feuern. Und dann draufkloppen. Batz, batz. Und dann geht er down. Sehr schön. Und droppt sogar ein neues Item.
Elektroraubschleimstein, ein Stein aus einem Elektroraubschleim. Er bleibt auch außerhalb von dessen Körper elektrisch geladen, das ihn bei Zugabe von Kleingetier zu einer guten Medizinzutat macht. Oh, sehr gut. Und was ist das? Elektrofrucht. Wenn sie beschädigt wird, erzeugt diese Frucht Elektrizität, da Blitze ihre muskelstimulierend Wirkung aktivieren. Was? Da Blitze ihre muskelstimulierende Wirkung aktivieren, erhöht sie als Kochzutat die Angriffskraft bei Gewittern. Oh, was zur Hölle? Ein paar Pfeile und bitte noch irgendwas Geiles. Ein Soldatenschild. Okay, das nehme ich doch gerne mit. Das nehme ich doch gerne mit. Gut. So. Gibt es hier sonst noch was? Ein Rubin. Okay. Ja, da oben ist noch was. Wisst ihr was? Da schmeiße ich jetzt auch mal eine Bombe rauf. Jetzt. Zum Glück hat das funktioniert. Link, kletterst du bitte darauf? Danke. So, gibt es hier was? Oh, was ist das? Oh, lala. Ich glaube, wir haben den Schatz gefunden, Freunde. Ich glaube, wir haben den Schatz gerade noch so gefunden. Kann ich das eigentlich auch damit zerscheppern? Nein. Würde zwar vielleicht auch gehen, aber würde halt ein paar Schläge mehr brauchen. Aber so wie es aussieht, haben wir den Schatz des Räuberkönigs Ramda gefunden. Nice. Und das Ganze ohne Sidequest. Was haben wir denn hier Schönes? Eine Isolierrüstung. Oh, cool. Rüstung aus einem antiken Material namens Gummi. Das vor Stromschlägen schützt. Das Geheimnis der Herstellung dieses Materials ging im Laufe der Zeit verloren. Sehr schön. Die gab es in Breath of the Wild schon. Krass. Skinny-Anzug. Ja, wunderbar. Sollen wir das anlassen? Brauchen wir jetzt im Moment eigentlich nicht mehr. Gut. Alles klar, wunderbar. Dann wäre es das schon wieder gewesen mit diesem Part eigentlich schon längst. Vor vielen, vielen Minuten. Mal gucken, wie gut ich das zusammenschneiden werde. Auf jeden Fall bedanke ich mich für euch beim Zusehen. Bedanke ich mich bei euch fürs Zusehen. Das Deutsch lässt auch schon wieder nach. Wenn es euch gefallen hat, zeigt mir das gerne mit einem Daumen nach oben und verpasst auf keinen Fall die nächste Folge von The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Dann gucken wir uns den Rest dieser Höhle noch fertig an. Bis dahin, haut rein und ciao!